Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Cameo-Lichtgerät und zwar um den Cameo Superfly XS und den werden wir uns in diesem Video mal genauer anschauen. Der Cameo Superfly XS verfügt insgesamt über 48 Linsen, die durch 4x3 Watt LEDs angesteuert werden und so einen raumfüllenden Effekt bieten. Die 16 weißen LEDs setzen einen schönen Akzent und vereinen das Ganze in einen 2-in-1 Effekt, sodass man sehr schöne Effekte auf der Tanzfläche erzeugen kann. Der Superfly XS verfügt über eine gute Anschlussvielfalt. Neben dem DMX und dem Power-In verfügt er auch über einen Power-Out, sodass sich mehrere Geräte miteinander koppeln kann. Der Superfly lässt sich in insgesamt 4 unterschiedlichen Modi ansteuern. Im DMX-Modus gibt es hier auch einen Einkanal-Modus, sodass mir hier die Steuerung wirklich sehr einfach gemacht wird. Im Standalone-Modus ist auch eine einfache Bedienung mittels der Fernbedienung möglich. Mich persönlich hat der Superfly XS überzeugt, weil ich finde, dass das Gerät zum einen sehr gut verarbeitet ist und man merkt hier auch, dass die Produktentwickler, vielleicht auch DJs oder irgendwelche anderen Leute befragt haben, wie so ein Gerät sein muss und welche Anforderungen die Leute entsprechend haben. Weil wie zum Beispiel so Optionen wie, dass ich jetzt hier oben 2 Löcher in den Bügel habe, dass ich ihn sowohl so einstellen kann als auch so. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Des Weiteren ist die Verarbeitungsqualität für diese Preisklasse wirklich überragend. Also im Vergleich zu anderen Herstellern ist hier doch deutlich besseres Material verarbeitet worden und das Gerät wirkt auch sehr hochwertig. Dann haben wir noch einen Power-Output, sodass ich auch mehrere Geräte durchschleifen kann und natürlich auch die Bedienvielfalt, gerade bei dem Preis, dass das Gerät DMX integriert hat und dass ich es auch, wenn ich es Standalone betreiben möchte, über eine IR-Fernbedienung entsprechend ansteuern kann. Das finde ich auf jeden Fall auch, ist eine super Geschichte. Des Weiteren finde ich, dass der Superfly XS einen sehr schönen raumfüllenden Effekt macht und auch die 2-in-1 Kombination mit dem Strobo und den SMDs, die halt integriert sind, kann man wunderbare Akzente setzen und das ist auf jeden Fall auch eine Abwechslung im Vergleich zu normalen Effekten, wie man sie halt sonst kennt. 2 Anmerkungen habe ich jedoch bei dem Cameo Superfly XS. Zum einen finde ich es, wenn ich das Gerät auf ein Stativ schrauben möchte, habe ich hier oben, ist der Abstand hier oben doch ein bisschen eng, um da irgendwie eine M10er Schraube durchzubekommen. Also da muss man ein bisschen frickeln oder vielleicht sogar den Bügel abschrauben. Das hätte man vielleicht mit einem größeren Bügel besser lösen können. Ich denke mal, bei den größeren Geräten von der gleichen Serie wird das wahrscheinlich nicht das Problem sein. Des Weiteren finde ich, dass die IR-Fernbedienung leider einen etwas zu kurzen Empfang hat. Also ich muss wirklich 2-3 Meter davor stehen, damit ich entsprechend das Gerät bedienen kann. Also hier hätte man vielleicht auch noch einen etwas stärkeren IR-Sensor einbauen können. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, macht der Superfly XS eine super Figur und für den Preis ist das Gerät echt unschlagbar. Solltet ihr noch weitere Fragen haben zum Cameo Superfly XS, schreibt mir einfach unten in den Kommentar in die Kommentarzeile und ich versuche den dann, so gut es geht, zeitnah zu beantworten. Des Weiteren könnt ihr auch gerne auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen, Zocker223. Dort findet ihr auch weitere Informationen rund um die Veranstaltungstechnik und ich würde mich freuen, wenn ihr da ein Like da lassen würdet und wie immer am Ende sagen, Practice and Enjoy!